Hallo und herzlich willkommen bei Tabus der Wissenschaft, ein Podcast, in welchem wir uns mit der Wissenschaftsphilosophie beschäftigen. Witzig und schlau steht da noch so blöd, das ist im Moment natürlich nur eine Absichtserklärung. Was dann wirklich möglich ist, müssen wir gemeinsam sehen. Es geht grundsätzlich um die Frage, wie können wir die Wissenschaft wissenschaftlicher machen? Und dann geht es auch noch ein bisschen um die Frage, wie können wir weniger Tippfehler in unseren Folien machen? Kurz etwas zu mir. Mein Name ist Stefan Groschat. Ich habe heute meinen schönen Veston angezogen, um seriös und glaubhaft zu wirken. Vielleicht kurz etwas zu meinem Hintergrund. Das ist also wirklich nur ein billiger schwarzer Stoff aus dem Kaufhaus. Den habe ich hier in meiner Einzimmerwohnung aufgehängt, um ein Aufnahmestudio zu improvisieren. Mein akademischer Hintergrund ist nicht viel imposanter. Ich habe vor 20 Jahren Psychologie und Philosophie studiert, habe mich dann auf dem Förderband zu einer akademischen Karriere wiedergefunden, musste dann aber merken, dass das nicht viel Raum für kreatives und kritisches Denken lässt. Deshalb habe ich eine Abzweigung genommen, bin wissenschaftlicher Bibliothekar geworden. Für mich eine wunderbare Sache, weil da kann ich Teilzeit arbeiten und kann mich in der Freizeit als Citizen Scientist beschäftigen. In meinem Fall heißt das einfach, dass ich alles Mögliche an wissenschaftlicher Literatur lese, einfach alles, was mich interessiert, querbeet durch die Wissenschaften. Und ich bin ein großer Fan der Better Science Initiative, welche verlangt, dass wir eine bessere Wissenschaft verdienen. So, das Tabu, mit dem wir uns heute beschäftigen, ist das Tabu, das die Wissenschaftlichkeit von uns eigentlich verlangt, dass wir das größere Wunder glauben müssen. Was hat das auf sich? Wir kennen alle das Klischee, die fortschreitende Erkenntnis ist eigentlich ein Prozess der fortschreitenden Entzauberung. Je mehr wir herausfinden, desto mehr müssen wir erkennen, dass die Welt halt doch nicht so magisch ist, wie wir gedacht haben. Man kann etwa auch an die drei narzisstischen Kränkungen denken, die Sigmund Freud postuliert hat. Zuerst müssen wir erfahren, die Erde ist nicht Mittelpunkt des Universums. Das war eine Enttäuschung, weil es natürlich auch heißt, dass die Menschheit nicht im Mittelpunkt steht. Dann mussten wir herausfinden, dass der Mensch nicht die Schöpfung Gottes ist, sondern vom Tier abstammt. Auch das war ein bisschen eine Enttäuschung, weil es halt heißt, dass wir im Prinzip auch mit den Regenwürmern verwandt sind, was nicht so schmeichelhaft ist. Und dann kam noch die Einsicht von Freud selber, dass das Ich nicht Herr ist im eigenen Haus, wie er es ausdrückt. Er meint damit einfach, dass wir sehr stark von unbewussten Prozessen gesteuert werden. Freud hat diese drei narzisstischen Kränkungen postuliert und damit hat er sich gekonnt eingereiht in die ganz großen Namen der Wissenschaftsgeschichte, nämlich Kopernikus und Darwin. So viel vielleicht zum Thema Narzissmus. Beginnen wir mit einer Geschichte. Wir haben hier einen Mann, das ist der Prinz von Indien und er kriegt Besuch von einem anderen Mann, das ist ein Kundschafter. Der Prinz fragt, welche Kunde bringst du mir aus fernen Ländern? Der Kundschafter sagt, hoch oben im Norden, wo es manchmal sehr kalt wird, habe ich gesehen, dass Wasser hart wird. Der Prinz weiß nicht, ob er es glauben soll. Er hat es noch nie erlebt, also fragt er sich, was wäre das größere Wunder? A. Wasser kann hart werden. Oder B. Ein Mensch lügt. Er sagt, A wäre viel das größere Wunder, weil das habe ich ja noch nie erlebt. Also geht er hin und lässt den Kundschafter kurzerhand köpfen. Er macht das, weil er nach dem Prinzip handelt, verwerfe stets das größere Wunder. Dieser Ausspruch, verwerfe stets das größere Wunder, stammt von David Hume. Auch die Geschichte mit dem indischen Prinzen stammt von David Hume, zu finden in seiner Abhandlung über Wunder. David Hume wird von vielen als ein Vordenker der modernen Wissenschaft gesehen, weil er eben eine Abkehr vom Wunderglauben verlangt hat und weil er auch verlangt hat, dass Erkenntnis sich konsequent auf Erfahrung stützt. Und dieses Prinzip, dass man immer das größere Wunder verwerfen soll, das kann man auf ganz viele Beispiele anwenden. Nehmen wir hier einmal den Osterhasen. Da kann man sich auch fragen, was wäre das größere Wunder? A.
Ein Säugetier aus der Familie der Hasenartigen versteckt alljährlich an einem beweglichen Feiertag im Frühjahr die Brutablage von Haushühnern, damit Kinder sie suchen können. Oder aber Vater und Mutter stecken dahinter. Ja, die erste Erklärung, die hat etwas Zauberhaftes, das ist märchenhaft, das ist romantisch mit diesem Osterhasen. Hingegen die Erklärung mit Vater und Mutter, die einfach das Osternest verstecken, ist ein bisschen eine Enttäuschung. Aber es ist die Wahrheit und es ist eine Erkenntnis. Und es funktioniert nach dem Prinzip, verwerfe stets das größere Wunder. Nehmen wir ein komplett anderes Beispiel, eine Szene aus dem Film Pulp Fiction. Wer wie ich in den 90er Jahren jung war, hatte ja immer diesen einen Freund, der einen gezwungen hat, Pulp Fiction mindestens 10-mal zu sehen. Und es gibt da diese wunderbare Szene, wo die beiden Killer, Jules und Vincent, Besuch machen bei einer Dealerbande. Es kommt zu einer Schießerei. Aus kürzester Distanz werden 6 Kugeln auf beide abgefeuert, aber alle Kugeln gehen ins Leere. Und einer der Killer, Jules, sagt dann: Nein, 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 das ist nicht möglich, dass das Glück ist, was wir hier erlebt haben. Das war göttliche Intervention. Auch Jules fragt sich hier eigentlich, was wäre das größere Wunder? A. Jemand feuert eine ganze Salve Kugeln aus kurzer Distanz und trifft mit keiner einzigen. Oder aber B. Eine übernatürliche Macht hat uns beschützt. Das wäre die göttliche Intervention. Und Jules ist hier der Meinung, das ist viel glaubwürdiger, das ist viel einfacher zu glauben, dass eine übernatürliche Kraft da eingegriffen hat. Es muss einfach so sein, es ist völlig ausgeschlossen, dass dieser Kerl einfach nicht getroffen hat mit so vielen Kugeln aus so kurzer Distanz. Ja, Jules ist dann ja am Ende des Films wirklich auch zum christlichen Glauben bekehrt. Man kann sicher nicht sagen, dass der Regisseur Tarantino ein großer Missionar des christlichen Glaubens ist. Aber es gibt auch solche Filme. Hier haben wir ein Beispiel. Titel Miracles from Heaven aus dem Jahr 2016 ist die Verfilmung eines Romans, welches die angeblich wahre Geschichte einer Wunderheilung berichtet. Wir haben hier ein Mädchen, etwa 11 Jahre alt, hat eine unheilbare Krankheit und beim Spielen klettert das Mädchen einmal auf einen Baum, fällt dann aus großer Höhe, also etwa 10 Meter, herunter und wird durch diesen Sturz geheilt von der unheilbaren Krankheit. Im Film gibt es dann die wunderbare Szene, wo die Mutter, gespielt von Jennifer Garner, zum Arzt sagt, sie wollen mir also weismachen, dass wenn dieses Mädchen von fast 10 Meter Höhe heruntergefallen ist und sie hat den Kopf genau richtig aufgeschlagen, dass es sie nicht getötet hat, es hat sie nicht gelähmt, sondern es hat sie geheilt. Das ist doch komplett unmöglich. Auch hier fragt sich die Mutter eigentlich, was wäre das größere Wunder? Nämlich A. Ein Kind fällt von einem Baum und der Sturz heilt zufälligerweise eine unheilbare Krankheit. Oder B. Gott hat das Kind stürzen lassen, um es zu heilen. Und sie ist der Meinung, es wäre viel das größere Wunder, wenn das ein Zufall wäre, als wenn man das mit der göttlichen Intervention glaubt. So, noch einmal ein ganz anderes Beispiel. Das habe ich persönlich erlebt. Da war ich mal vor ein paar Jahren an einem Kongress für Tiefenpsychologie. Die Veranstalter waren ein bisschen esoterisch angehaucht. Entsprechend gab es auch einen Vortrag eines Dozenten, der ging zum Rednerpult und sagte, wenn du ein Auto kaufen willst, gehst du dann auf den Schrottplatz und wartest einfach, bis zufällig aus den Schrottteilen ein neues Auto entsteht, das funktioniert und herumfahren kann. Machst du das? Oder machst du etwas anderes? Gehst du zum Autohändler und kaufst dort ein Auto, das absichtlich jemand für dich so zusammengesetzt hat, damit es funktioniert? Ihr ahnt sicher schon, auf was der Dozent da heraus wollte, nämlich er wollte die Evolutionstheorie ins Absurde führen, indem er sagte, ein Kind kann unmöglich das Produkt eines zufälligen Prozesses, sprich der Evolution, sein, sondern ein Kind beweist, dass es irgendeinen Schöpfer geben muss, der das Kind so geschaffen hat, so wie es eben auch klar ist, dass ein Auto nicht einfach zufällig aus seinen Bestandteilen entstehen kann.
Auch er fragt sich hier, was wäre das größere Wunder? Ein Kind entsteht einfach zufällig aus seinen Atomen im Prozess der Evolution, oder aber es gibt einen Schöpfergott, der das Kind geschaffen hat, dass es so ist, wie es sein muss. In all diesen Beispielen sehen wir also, dass religiöse Menschen die Evolutionstheorie oder ganz allgemein die naturwissenschaftliche Erklärung verwerfen mit dem Argument, dass es das größere Wunder wäre. Und wie passt das jetzt alles zusammen? Weil es gibt ja hier einen Widerspruch. In dem Film Miracles from Heaven war ja einerseits das Argument, dass das Wunder, die Wunderheilung beweist, dass es Gott gibt. Aber auf der anderen Seite war auch das Argument, dass es einfacher ist zu glauben, dass Gott das Kind geheilt hat, als dass es Zufall war. Um das zu verstehen, müssen wir weitergehen als dieses Fazit. Und in der deutschen Sprache gibt es diese Unterscheidung leider nicht wie im Englischen. Es gibt nämlich zwei verschiedene Arten von Wunder. Auf der einen Seite haben wir die Miracles. Das sind Wunder, die auf übernatürliche Kräfte zurückgeführt werden. Das kann Gott sein, das können Gottheiten sein, das können Schutzengel sein, können irgendwelche esoterischen Kräfte sein, einfach irgendwelche übernatürlichen Kräfte. Auf der anderen Seite haben wir Wonder. Wonder hat überhaupt nichts mit übernatürlichen Kräften zu tun, es ist einfach etwas, das Staunen auslöst. Die Miracles sind eigentlich im weitesten Sinne Existenzbeweise für Gott, während auf der anderen Seite die Wonder einfach nur erstaunlich sind. Nehmen wir mal eine Gegenüberstellung, machen wir ein paar Beispiele aus der Bibel. Wir haben bei Mose einen brennenden Dornbusch, wir haben bei Maria die jungfräuliche Empfängnis, wir haben Jesus, der auf dem Wasser geht, wir haben das Wasser in Wein verwandeln bei Jesus und dann eine längere Liste diverser Wunderheilungen. Auf der anderen Seite die naturwissenschaftlichen Wunder, da gibt es etwa die Quantenverschränkung. Quanten sind ja diese subatomaren Teilchen, also die sind noch kleiner als die Teilchen im Atomkern. Und diese Teilchen, die können verschränkt sein. Wenn also das eine Teilchen an dieser Stelle verschwindet, dann verschwindet das andere Teilchen auch, obschon es keine physische Verbindung gibt. Das ist höchst erstaunlich und wenn man das beobachtet, fragt man sich, was ist das? Wie soll das gehen? Wie kann man das erklären? Etwas anderes, das sehr verblüffend ist, Atome sind zu über 99% eigentlich Vakuum. Materielle Dinge wie ein Stein oder ein Tisch kommen uns furchtbar solide vor, aber in Wahrheit ist das eigentlich subatomarer Schaum. Das sind irgendwelche Schwingungen, die da die Materie überhaupt erst hervorbringen. Aus der Kosmologie ein Beispiel, schwarze Löcher, das sind ja Gravitationszentren, in welchen die Gravitationskraft so hoch ist, dass selbst das Licht nicht mehr entkommen kann. Das ist quasi ein kosmologischer Staubsauger, der einfach alles einsaugt. Man kann aber auch an Supernovae denken, die Sternexplosionen. Das sind alles höchst beeindruckende und erstaunliche Vorkommnisse, die man in der Natur beobachten kann. Und wenn man das jetzt einmal diesen biblischen Wundern gegenüberstellt, ja, also dann muss man wirklich einfach sagen, diese Wunder der Bibel, die sind irgendwie ein bisschen kleinkariert. Es ist fast so, als ob die Leute, welche die Bibel geschrieben hatten, nicht genug Fantasie hatten, um sich ein paar anständige Wunder auszudenken. Die Miracles in der Bibel sind eigentlich, blöd gesagt, Machtbeweise von Gott. Er zeigt, dass es ihn gibt und er zeigt, was er kann. Er will die Menschen beeindrucken. Die Wunder hingegen, die gehen einfach über die Erfahrung hinaus, über die Intuition, über den Alltagsverstand. Sie sind schwer zu begreifen. Es ist schwierig, seinen Kopf um diese Dinge herumzuwickeln. Nehmen wir die Genesis. Was wäre das größere Wunder? Gott hat das Universum in 7 Tagen erschaffen und dann hat er sich auch noch ausgeruht. Ich weiß nicht, warum Gott sich ausruhen muss. Wahrscheinlich war er nach all der Schöpferei selber ein bisschen erschöpft. Ich finde das noch eine herzige Vorstellung. Auf der anderen Seite die naturwissenschaftliche Erklärung, die sagt ja, die ganze Einrichtung, das komplette, bescheuerte Universum ist einfach aus dem Nichts herausgeknallt, hat sich in 0, nichts in die Unermesslichkeit ausgedehnt und ja, so ist das Universum entstanden. Das ist doch die viel wundervollere Erklärung
als das mit Gott. Weil das mit Gott, das ist ja ein reiner Analogieschluss. Das ist so ein bisschen wie, wenn jemand eine Uhr findet und daraus schließt, ja, also wenn es eine Uhr gibt, dann muss es ja irgendwo einen Uhrmacher geben, sonst hätten wir keine Uhr. Der Analogieschluss ist nun, wir haben auch einen Kosmos, den haben wir gefunden, den finden wir vor. Daraus schließen wir, dass es auch irgendwo so etwas wie einen kosmologischen Uhrmacher geben muss, und das wäre dann eben der Schöpfergott. Auf was ich hier hinaus will: Man muss bei dieser biblischen Erklärung der Schöpfung nicht irgendwelche neuen Denkmodelle entwickeln, man muss nicht sein Gehirn zermartern, sondern man muss einfach eine Metapher, die man schon kennt, einen Prozess, den man schon versteht, auf einen anderen Prozess, den man noch nicht versteht, übertragen. Beispiel mit dem Leben. Die Bibel sagt, das Leben ist die Schöpfung Gottes. Die Naturwissenschaft sagt, Atome haben sich zu immer größeren Molekülen zusammengerauft und die haben dann irgendwann angefangen, Kopien von sich selbst anzufertigen. Ist das nicht einfach unglaublich erstaunlich? Moleküle beginnen, Kopien von sich anzufertigen. Ich finde das extrem zauberhaft und ich will nicht im geringsten sagen, es heißt eben doch, dass es irgendwie einen Gott geben muss. Ich will nur sagen, es ist einfach höchst erstaunlich. Wer hätte das erwartet? Nehmen wir auch noch die Geschichte mit Seele und Bewusstsein, was zwar nicht ganz dasselbe ist. Auch hier die Frage, was wäre das größere Wunder? Gott hat den Menschen die Seele eingehaucht, das ist kein Problem für Gott, er ist ja Gott. Auf der anderen Seite die naturwissenschaftliche Erklärung, die davon ausgeht, dass unsere Gehirne in der Evolution immer komplexer wurden. Immer mehr Nervenzellen mit immer mehr Verbindungen, mit immer mehr Aktivität. Und irgendwann wurde das so komplex, dass das Bewusstsein daraus emergierte. Ich liebe diesen Ausdruck der Emergenz. Das heißt eigentlich nichts anderes, als dass ein System ein anderes System hervorbringt und dass das neue System Eigenschaften hat, welche komplett über die Eigenschaften des alten Systems hinausgehen und sich auch nicht mit den Eigenschaften des alten Systems erklären lassen. Eben das Bewusstsein, das hat zum Beispiel die Eigenschaft der Subjektivität oder die Eigenschaft, dass jetzt da jemand ist, welche die Realität erlebt. Und das hatte das alte System, die Materie nicht, die Materie, die erlebt die Realität wahrscheinlich nicht. Auch hier müssen wir doch sagen, das ist viel unfassbarer, das ist viel schwieriger vorzustellen, das ist eigentlich das viel größere Wunder. Die Miracles sind also eigentlich ein Analogieschluss. Gott macht die Schöpfung, wie ein Uhrmacher die Uhr macht, das ist Business as usual, da muss man sein Denken nicht anpassen. In den Naturwissenschaften hingegen, da fragt man sich ständig, was ist hier eigentlich los? Und man muss ständig sein Gehirn zermarten und neue Denkmodelle hervorbringen. Und das ist das Bezaubernde. Dass wir die Dinge nicht verstehen, aber dass wir sie verstehen können, wenn wir unser Denken verändern, das ist doch das Verzaubernde an den Naturwissenschaften. Einer hat mal den Witz gemacht, wenn Wissenschaftler sagen, ja, wir können die ganze Natur komplett ohne Wunder rein physikalisch kausal erklären, das wäre so ein bisschen wie wenn man sagen würde, gib mir ein Wunder frei und ich kann den Rest wissenschaftlich erklären. Das Wunder am Anfang, von dem hier die Rede ist, ist natürlich der Urknall gemeint, weil da Raum und Zeit eigentlich völlig grundlos aus dem Nichts heraus explodieren. Aber ehrlich gesagt hat der Mensch, der diesen Witz hier gemacht hat, ja noch komplett untertrieben, weil es gibt ja nicht nur dieses eine Wunder mit dem Urknall, es gibt dann mindestens noch die nächsten beiden Wunder, nämlich, dass die tote Materie sich zu regen beginnt und Leben hervorbringt und dass das Leben später Bewusstsein hervorbringt und dass das Bewusstsein Subjektivität hat, was für die Wissenschaft ein riesiges Problem ist, weil die Wissenschaft will ja objektive Aussagen machen, während Subjektivität natürlich das Gegenteil von Objektivität ist. Alles wahnsinnig spannende Probleme. In den Naturwissenschaften haben wir also keine biblischen Wunder, aber höchst erstaunliche Vorkommnisse in einer rein physikalisch-kausalen Welterklärung. Kehren wir noch einmal zurück zu den drei narzisstischen Erkrankungen bei Freud. Dass die Erde nicht im Mittelpunkt steht. Ja, für Leute, die gerne im Mittelpunkt stehen, mag das eine Kränkung sein,
aber ich finde es überhaupt nicht eine Entzauberung, wenn man in einer Sternennacht draußen steht und in den Sternenhimmel hochguckt und sich denkt, wow, das ist einfach unglaublich, wie unermesslich tief es da noch hinabgeht. Das ist doch irgendwie viel zauberhafter als die alte Vorstellung, dass die Erde im Mittelpunkt ist und dann hat es da so Sphären rundum und Mond und Sonne und Sterne kreisen einfach um uns herum. Das ist doch viel weniger aufregend. Genau dasselbe, dass der Mensch vom Tier abstammt. Für Leute, die dachten, wir sind Gotteskinder, mag das eine Enttäuschung sein, aber ich finde eigentlich die Idee ganz zauberhaft, dass all das Getier, das da vor meinem Fenster existiert, mit mir verwandt ist, hat doch was Nettes. Und auch, dass wir von unbewussten Kräften gesteuert werden, finde ich noch eine ganz romantische Vorstellung. Ich weiß nicht, was daran eine Entzauberung sein sollte. Ganz im Gegenteil, wie ich gezeigt habe, sind eigentlich die Wunder der Bibel viel einfacher zu glauben als die Wunder der Wissenschaft. Das ist mal so ein Fazit. Die Wissenschaft verlangt von uns, die größeren Wunder zu glauben als die Religion, und das ist der Grund dahinter. Kehren wir noch einmal zu diesem kolonialistischen Beispiel zurück von David Hume mit dem indischen Prinzen. Hume hat ja gesagt, der Prinz hat eigentlich das Richtige gemacht, weil er hat gesagt, verwerfe stets das größere Wunder. Er hat nicht unbedingt das Richtige gemacht, indem er den Kundschafter geköpft hat, aber sonst hat er das richtige Prinzip angewendet. Aber ich möchte jetzt sagen, stimmt eigentlich auch nicht durchs Band, sondern in den Beispielen, die ich gezeigt habe, müssen wir eigentlich das größere Wunder glauben. Es war ja gerade das Problem des Prinzen, dass er nicht bereit war zu staunen und vor allem auch, dass er nicht bereit war zu überprüfen. Was er ja eigentlich tun hätte sollen, ist, die Aussage zu überprüfen. Zuerst eine logische Überprüfung. Kann das sein, dass Wasser hart wird? Gibt es da Widersprüche? Gibt es da Zirkelschlüsse? Nein, gibt es nicht. Also folgt eine empirische Überprüfung, das heißt nachsehen. Hinausgehen in die Welt und überprüfen, ob es so ist. Und wenn man selber keine Zeit dafür hat, dann schickt man halt einen zweiten Kundschafter, vielleicht am besten einer, der es auch nicht glaubt, der auch skeptisch ist. So, wir kommen zum Schluss. Wenn Erkenntnis also gar nicht einer fortschreitenden Entzauberung entspricht, warum kommt es uns dann so vor? Der erste Grund ist einmal, dass Miracles und Wunder verwechselt werden. Die Wissenschaft, die operiert nicht mit übernatürlichen Wesen, die da eingreifen, aber eigentlich mit mehr Wunder. Und wenn man das auseinanderhält, dann sieht man eigentlich, dass es so ist. Und dann gibt es noch einen zweiten Grund, den ich jetzt etwas ausführlicher erklären möchte und kehre noch ein letztes Mal zum indischen Prinzen zurück. Diesmal ist aber der indische Prinz eine Metapher für die Hochschulpolitik. In den letzten 40 Jahren gab es eine regelrechte Revolution in der Hochschulpolitik und seither läuft alles unter dem Banner «Wir brauchen mehr Wettbewerb!». Und das hat das kreative und kritische Denken komplett kopflos am Boden zerstört zurückgelassen. Weil die Forscher, die sind jetzt einem Wettbewerb ausgesetzt, sie müssen nämlich mehr publizieren als die anderen und sie müssen hoffen, auch mehr zitiert zu werden als die anderen. Inhalte werden da ein bisschen sekundär, es geht einfach darum, einen höheren Impact-Faktor zu haben als andere Forscher. Und das ist natürlich irgendwie wahnsinnig öde und entzaubernd. Dieses Problem, das ist gut bekannt. Man kann es einfach nicht so leicht lösen. Aber es gibt zum Beispiel eine Umfrage, die gezeigt hat, dass 79% der Forschenden der Meinung sind, dass dieser Wettbewerbsdruck sich negativ auf die Wissenschaft auswirkt. Ich möchte aber sagen, das Problem geht noch viel weiter, es ist noch viel schlimmer. Die Forscher sind nämlich auch gezwungen, ihre Theorien irgendwie so zu formulieren, dass sie diese Idee hochhalten, dass die ganze Existenz eigentlich nichts anderes als ein einziger Wettbewerb ist. Ich mache ein Beispiel. Nehmen wir einen Sozialpsychologen und der will zwischenmenschliche Beziehungen untersuchen. Also muss er Forschungsanträge stellen, er muss Publikationen einreichen,
Das heißt, dass es auf der anderen Seite immer einen Entscheidungsträger gibt, der dann die Sache durchwinkt oder sagt, nein, das unterstützen wir nicht. Was sind das nun für Leute, diese Entscheidungsträger? Die haben nicht immer ein wahnsinnig dick bepacktes Rucksäcklein in Wissenschaftstheorie. Häufig haben diese Leute eher einen Hintergrund in Wirtschaft und Politik. Die denken also eher in ökonomischen Kategorien. Nun befinden sich also die Forscher in einer Konkurrenz zueinander und müssen den Geschmack dieser Entscheidungsträger treffen. Wenn es der Entscheidungsträger einen Antrag kriegt und er sagt, ah ja, da haben wir einen Forscher, was will der? Zwischenmenschliche Beziehungen untersuchen. Und er will sie was als Resonanzphänomene untersuchen. Was ist das Resonanz? Das verstehen wir nicht. Was haben wir sonst noch für Anträge? Ah ja, hier ist auch einer, der zwischenmenschliche Beziehungen untersuchen will. Und er will sie als Ressourcenphänomene untersuchen. Ja, das kennen wir, weil Ressourcen, da gibt es Kampf um Ressourcen, da gibt es Wettbewerb um Ressourcen. Das ist unsere Sprache. Den unterstützen wir. Und das führt dann eben dazu, dass Forscher versuchen, ihre Theorien so zu formulieren, dass sie möglichst mit dieser Ideologie des Wettbewerbs übereinstimmen. Forscher können sich also gar nicht mehr so mit der Wirklichkeit beschäftigen. Sie müssen mehr darauf achten, dass sie diese Wettbewerbsideologie hochhalten. Und das ist natürlich furchtbar öde. Und deshalb haben wir den Eindruck, dass Erkenntnis ein Prozess der Enttäuschung ist. So, zum Schluss zusammenfassend, Erkenntnis ist also ganz anders als das Vorurteil behauptet, nicht ein Prozess der Entzauberung, sondern Wissenschaft verlangt von uns eine hohe Bereitschaft zu staunen und eine hohe Bereitschaft, das größere Wunder für möglich zu halten. Wenn es uns anders vorkommt, liegt das womöglich daran, dass unser einziges Werkzeug ein Hammer ist und wir jetzt so tun müssen, als ob all die Phänomene draußen in der Welt nichts anderes als Nägel wären. Damit komme ich zum Ende. Das war Tabu Nummer 1. Wissenschaftlichkeit bedeutet, das größere Wunder zu glauben, aus der Serie Tabus der Wissenschaft. Zum Schluss eine große Bitte. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann bitte macht einen Spaziergang, lest ein Buch oder hört ein bisschen Musik. Das war's von mir. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal.